Jetzt hat der Kollege, der schon mal die 5 Reichsmark gefunden hat, noch eins gefunden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind mal wieder im Wald unterwegs. Einladung mit Zug Steiner nach Bayern sind wir gefahren. Bayerischen Wald. Und ja, probieren wir heute mal was Schönes finden. Mal gucken, ob wir was finden. Lasst mal schon ein Like nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn nicht, müsst ihr das wegklicken. Gut, dann fangen wir jetzt an zu sonneln. Habe ich auch noch mal was gefunden hier gehabt, verkleinert. Ein Stück vom Druckknopf oder Ausrüstungsgegenstand. Irgendwas hier in so eine Mulde. Denk mal, es war mal ein Schlafplatz gewesen. Kann auch was anderes gewesen sein. Ich muss es ja ein bisschen dramatisieren. Also Schlafplatz machen wir mal draus. Und ja, so eine Art Druckknopf oder was das sein soll. Ich weiß es nicht. Aber ihr habt jetzt sowas schon. Schreibt es mal in die Kommentare. Gut. Jetzt haben wir einen ersten Fund gemacht hier heute. Und zwar ein Kollege hatte gefunden. 5 Mark in Silber mit der Kirche aus Potsdam, glaube ich. Garnisonskirche, ja. Die Garnisonskirche, genau. Ja, schön. Geiler Fund. Ja, schön. Mal gucken, was noch kommt. Er wird die jetzt sauber machen ein bisschen und vielleicht kann ich ja noch mal was kurz abfilmen. Jetzt habe ich hier auch einen interessanten Knopf gefunden. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Oder das ist ein Abzeichen gewesen, der Rest davon. Ich würde sagen, könnte ein Abzeichen gewesen sein. Dass das irgendwo dran war. Naja, gut, ich mache weiter. Jetzt habe ich hier mal gefunden, ich denke mal, so ein Außenteil vom Taschenmesser. Sehr schwer, massiv. Ich werde das Ding mal sauber machen. Mal gucken, ob irgendwo was drauf steht. Was ich jetzt nicht glauben werde. Aber, ja, finde ich interessant. Ja, schöne Teil. Mal gucken. Mal sehen, was wir noch finden. Eine Munitionshülse vorne, die Spitze. Also man sieht, es ist leer. Es ist wirklich leer. Ich kann euch zeigen. Steckt da mal was drin. Ich habe da mal was vorbereitet. Also hier könnt ihr sehen. So, steckt da was drin. Die ist hohl. Ja, bleibt aber hier. Ist Quatsch. Ich nehme die jetzt nicht mit. Die wird eingemessen dann von denjenigen, der hier wohnt und das ein bisschen betreut. Ich mache das nicht. Also der hat da mehr Ahnung von. Gut, dann würde ich sagen, jetzt weiter. Jetzt habe ich hier ein bisschen Munition gefunden. Und zwar ist das aber so eine komische Munition. Habe ich auch noch nicht so. Ja, habe ich schon gesehen, aber die war wie so ein Clip zusammen gewesen. Und ja, lag jetzt hier drin. Also vielleicht liegt nur eine. Jetzt 4. Also die Sachen bleiben jetzt auch hier. Also die werden eingemessen und werden gemeldet. Ich nehme das nicht mit nach Hause. Mach ich mich strafbar mit und ach, was soll ich auch mit so einem Scheiß? Was hat man nicht zu Hause zu haben? Ganz einfach. Da brauchen wir ja nicht rumdiskutieren. Also, ich habe sowas nicht zu Hause, ja. Also, nicht, dass einer wieder auf dumme Ideen kommt hier. Die Sachen werden jetzt eingemessen. Die bleiben jetzt hier liegen. Am Loch. Und da kommt dann halt der örtliche Munitionsbergungsdienst und holt den ganzen Kladderadatsch ab. Gut. Dann machen wir weiter. Hat jetzt ein bisschen getrüppelt. Mal kicken, ob der Zug Steiner sich gleich unterstellt. Lieber Sonic, wa? Schönen Gruß, geht raus. Mal kicken, ob er das macht. Der Zug Steiner, ob der sich jetzt unterstellt. Weil trüppelt, nieselt. Ich bin hier kurzärmlich, der hat schon dicke Jacke an. Mal Christian. Gut, also hier geht's weiter. Wie ihr habt, trüppelt immer noch. Und zwar habe ich jetzt hier eine Schnalle gefunden. Aber von was die ist, weiß ich natürlich wie immer nicht. Sieht sehr komisch aus. Ich muss mal gleich mal den lieben Kollegen, Herrn, mal den Ehrenwerten, wie ich ihn mal nenne, Ehrenwerte Herr Zugsteiner mal fragen. Ich zippe mal eine Gürtellasche, würde die gewesen sein. Sieht wunderschön aus. Finde ich, hat schon was Geiles. Und die packe ich mir in eine Tüte ein. Und von Tüte natürlich. Ja, Metallsonde, kenne ich nicht, kennen wir nicht. Und ja, nehmen wir mit.
wenn ich hier reingefummelt kriege heute. Gut, dann verschwindet sie. Zack, wird gemeldet. Ist ja alles offiziell und genehmigt hier die ganze Sache, was wir hier machen. Und zwar, ja, mache ich jetzt weiter. Mal gucken, wie lange das noch nieselt hier heute. Aber das ist Mückenpisse. Also man kommt von woanders her, dann stellt man sich unterm Baum. Ne? Gut, ich würde sagen, machen weiter. Apropos, hab ich schon gesagt, mit was für einem schönen Spaten ich heute unterwegs bin. Und zwar Spaten, Herr Django Spaten, Metalldetektoren besonders. Wunderschöner, robuster Spaten. Hat ein Gewicht, will ich jetzt nicht bestreiten. Und trotzdem super Teil, spitz. Der gleitet drin in der Erde wie nichts. Und einwandfrei. Schöner Sondelspaten. Ist zwar die kleine Version, gibt noch mal eine, die, glaube ich, 88 cm lang ist. Oh, war ja 88, habe ich gesagt. Naja, gut. Gut, nee, jetzt weiter. Jetzt habe ich dieses 5-Mark-Stück von 1934. Haben wir das mal ein bisschen sauber gemacht von den Kollegen, der jetzt hier namentlich nicht genannt werden will. ja, also 5-Mark-Stück, hier ist es nochmal ein bisschen sauberer. Wer jetzt kein Wasser bei haben und keine Münze rein, ja, und wisst ihr was, also eine schöne Silbermünze. Fällt mir, hätte ich auch ja nicht gefunden, aber habe ich halt leider nicht. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein, ja, was ist das, olympische Ringe gefunden. Neben schön Loch hier. Waren noch ein paar Münzen drin gewesen, ein paar Zinkermünzen. Und so schaut das Teil aus. Muss irgendwie mal eine Spange dran gewesen sein, Abzeichen. Vielleicht Olympische Spiele 36. Man weiß es nicht. Ich kann ja mal jemand da was zu sagen. Aber auch. Teufels, komm raus. So, jetzt hier in dem ollen Wald hier drinne. Wird immer dichter der Wald, habe ich jetzt eine Leuchtspur oder Leuchtpatrone gefunden. Ob es deutsch ist oder irgendwas, das weiß ich nicht, kann ich euch ja nicht so erzählen. Ich habe schon total Mist Pfoten von hier abgeschossen. Ja, Leuchtspur, ob man was drauf erkennen kann, ich sehe erstmal nichts. Und ja, jedenfalls hier nicht gefunden. Ja, jetzt weiter. Ein schönes Fläschchen habe ich gefunden. Und gucken, ob hier was drauf steht. Aber er wird nicht draufstehen. Nee. Ist nur eine alte Blase hier vom Blasen. Also vom Pusten. Ja, ein schönes Fläschchen. Nimm ich mit. Ganz schön mal rastig hier in Bayern. Die Leute hier. Ja, Zugstein da hinten. Hat auch noch nicht gefunden, so richtig. Ja, wie gesagt, der Kollege. Der hat uns eingeladen, der hat schon was gefunden. Ein bisschen. Naja, machen wir weiter. Jetzt habe ich meine Münze gefunden. Habe einen Pinpointer drin gesteckt. Mal gucken, mal das. Ich gehe mal von außen Rentenpfennig. Den holen wir mal raus. Ja, ich denke mal schon, ist dran Rentenpfennig. Und 5 Rentenpfennig. Auch noch gut erhalten. Geil. Ja, der ist gut erhalten. Der ist nicht schlecht. Ja, 5 Rentenpfennig. Tolle Sache. Was? Ja, Rentenpfennig. Vom SS-General, den hat er hier verloren. Nachdem er aus dem U-Boot raus ist. Ja, seitdem er aus dem U-Boot rausgestiegen ist. Gut, also Rentenpfennig, schön, freut mich. Jetzt hat der Kollege, der schon mal die 5 Reichsmark gefunden hat, noch eins gefunden. Halt mal den zu. Das ist jetzt eine Reichsmark von 1938 mit Hakenkreuz. Das halte ich mal zu. Und ja, 5 Reichsmark. Die sehen aber ganz schön abgewichst. So, da ist der dicke Fett Paul drauf. Der Herr Paul von Hindenburg. Und ja, 5 Reichsmark. Tolles Ding. Glückwunsch, sagen wir mal dazu. Geil. Geil. 5 Reichsmark.
Wir sind jetzt fertig mit Sonneln. Es war nur ein kurzes, kleines Video. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war nur kurz. So ist die Realität. Und glaubt mir, ihr wisst ja nicht, wie oft ich wirklich leer nach Hause sehe, wo ich gar nichts finde, wo ich nicht mal die Kamera anmache. Und so ist das diesmal auch gewesen. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like nach oben da. Abonniert den Kanal. Gut, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich heiße, ich gehe sonnen. Also dann, tschüss.